Willkommen zu diesem Vlog. Heute geht es los. Es geht auf eine große Reise. Ich werde 3 Wochen lang ab jetzt unterwegs sein. Und ironischer könnte es nicht sein, wir fangen an in Hamburg. Ich meine, ist ja nicht so, dass die letzten 2 Videos aus Hamburg waren. Ja gut, aber heute geht es nochmal nach Hamburg. Denn wir machen das Ganze im Grunde genommen genauso wie letztes Jahr auch schon. Und zwar fahren wir jetzt erstmal für 2 Tage nach Hamburg. Machen da dann so ein bisschen Sightseeing, die Stadt angucken, alles, ne? Und dann am Freitag, also in 2 Tagen, geht es dann weiter. Von Hamburg aus mit dem Flugzeug nach Mallorca. Und da sind wir dann nochmal 3 komplette Wochen. Das wird richtig, richtig wild. Es werden die geilsten Videos entstehen. Ich freue mich absolut. Ich bin da schon richtig, richtig geil drauf. Gepäck habe ich schon alles hier gepackt, sowohl mein Rucksack als auch den Koffer, you see, alles wunderschön gepackt. Genau, der muss dann gleich eben nur noch einmal zugeklappt werden quasi. Und ich habe was richtig Cooles gemacht, das muss ich euch zeigen. Hier, der Schlüssel. Am Schlüssel ist ein AirTag dran und ich habe jetzt den Schlüssel, weil ich den ja obviously nicht brauche auf Mallorca, habe ich den quasi hier in den Koffer eingepackt und den umbenannt in der Wo-ist-App in Koffer von Max. Und das heißt eben, dass ich jetzt quasi diesen Koffer orten kann. Und das ist ja gerade im Hinblick darauf, dass das letztes Jahr mit den Koffern ein absolutes Chaos war. Und ich da ein bisschen paranoia vorhabe, dass der verschwindet. Wir hoffen es nicht. 3 Mal auf Holz klopfen. Wichtig. Ja, wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es passiert. Aber falls es passiert, habe ich den Koffer halt immer im Blick quasi. So, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Und wir fahren jetzt gleich ab. Ich habe mein Zimmer hier schon so ein bisschen abwesenheitsfest gemacht quasi. Also ich habe ein bisschen das Rollo runtergefahren, dass hier die Sonne nicht so reinknallt und es nicht so heiß wird. Ich habe alles gleich aufgeräumt. Ihr seht, alles hier komplett blitzeblank. Koffer von allen haben wir gerade schon unten schön gesammelt, dass wir die gleich dann einladen können. Tja, und ich hätte gesagt, damit geht es dann auf Hamburg. Und da vorne ist schon das Hotel und da vorne Flughafen. Wunderbar. So, 337. Wir brauchen aber 339. Da. Okay, das ist das Hotelzimmer. So, hier ist auf jeden Fall schon das Badezimmer mit so einer Badewannen-Dusch-Kombo, einer Toilette und einem schönen Spiegel hier. Hier haben wir noch so einen wunderschönen Fernseher mit so einem ausklappbaren Ding hier. Kurz Frage mal, kann mir irgendwer erklären, was das ist? Ich verstehe nicht, wozu es gut sein soll. Hier vorne haben wir dann das Bett mit ein paar wunderschönen Gemälden. Ich schlafe auf der Seite hier, das sieht man an meinem tollen Kissen hier. Und daran, dass ich hier das Boss-Telefon habe. Dann haben wir hier noch 2 Sessel. Ihr seht, wir haben schon ein bisschen ausgepackt hier. Ja, 2 Sessel, ein Tisch und noch so einen großen Schreibschminktisch. Ich weiß nicht genau, was es ist. Das Beste am ganzen Zimmer habe ich euch aber noch gar nicht gezeigt. Denn ihr seht, die Vorhänge sind jetzt dazu. Und es sieht aus, als wäre es Nacht. Es ist es aber nicht. Könnt ihr euch aber hier die Vorhänge jetzt öffnen? Und dann haben wir diesen Ausblick auf das Flughafengebäude. Und das ist ja schon mal echt cool. Also wir haben hier erstmal das, so ein bisschen das Hoteldach, ne? Können jetzt in die ganzen anderen Zimmer auch so ein bisschen reinluschern. Wenn ich mich nicht recht entsinne, ist da oben auch ein Fitnessstudio. Da könnten wir auch auf jeden Fall mal reingucken. Und dann hinten eben hier das Flughafengebäude. Also finde ich richtig, richtig, richtig wild. So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg einmal in den Fitnessbereich, weil wir uns das mal angucken wollen, einfach nur mal. Vorne ist überall schon Zimmerservice hier am Putzen. Jetzt hier einmal in den Aufzugsbereich. Wir müssen nach oben. Welcher wird es sein, ist jetzt die große Frage. So, genau hier. Fitness-Spa ist auf der 5.
Oha, okay, das ist noch ein bisschen was anderes, was die Aussicht angeht, als hier bei uns. Oh mein Gott, ja, das ist schön. Fitness-Spa hier lang. Genau, rechts. So, hier ist das ganze, der ganze Rums jetzt. Oha, ja. Die haben ja sogar einen richtigen Kabelturm, dann den ganzen anderen Stuff. Gewichte, der Hantelbank, ganz anderen typischen Stuff, ne? Und hier draußen kann man sogar rausgehen. So. Alter. Okay, allein dafür hat es sich schon gelohnt. Wir sind hier auf dem Rooftop über Hamburg. Gebt euch mal diesen View hier. Boah, ja, das ist heftig. Und hier kann man sich noch so hinschillen. Das ist schon nicht schlecht. Hier ist noch irgendein Glas Wasser, das ist irgendwie komisch. Mir ist gerade noch mal so eine klitzekleine Idee gekommen. Stellt euch mal vor, nachts, also wenn es dunkel ist, auf dieser Dachterrasse hier. Man müsste ja nur gucken, ob das alles irgendwie Öffnungszeiten hat, aber sonst, stellt euch mal vor hier, nachts im Dunkeln, wenn alles leuchtet und dann dieser Ausblick hier. Das wäre doch schon echt sehr, sehr geil. Und hier gibt es dann noch mal so einen direkten Zugang hier zum Spa-Bereich. Also wir sind ja umkleiden. Hinten ist dann da nochmal die Sauna, aber ich habe mal geguckt, leider ist die zu. Also da geht es nicht rein. Das hat scheinbar so spezifische Öffnungszeiten, aber zumindest hier Fitness kann man ja quasi so viel wie man will reingehen. So, aber genug um den heißen Brei herumgelabert. Jetzt müssen wir da unten hier, da vorne zur S-Bahn runter, denn für uns geht es jetzt ins Miniatur-Wunderland. Das kennen wir sicher die meisten von euch. Das ist ja quasi ganz viele verschiedene Länder und Welten quasi so in Mini nachgebaut. Das steht eben hier in Hamburg in der Speicherstadt. Und da haben wir uns jetzt Karten quasi für geholt, beziehungsweise halt reserviert. Und deswegen wird es langsam Zeit, dass wir da gleich mal hinfahren. Das Ding ist halt, das ist nicht mal irgendwie so langweilig. Das ist so richtig cool, so richtig aufwendig gemacht mit den verschiedensten, heftigsten Landschaften. Quasi alles so im Miniatur-Style nachgebaut. Ist schon echt sehr cool, ihr werdet sehen. Also bleibt dran, wir fahren los. Darf ich mal kurz anmerken, dass die Hafengeburtstagsfahren da immer noch gehen, obwohl der Affengeburtstag seit anderthalb Monaten einfach mal vorbei ist. Und da vorne irgendwo ist gleich dann das Wunderland. Das ist aber ein komischer Eingang hier links. Muss man hoch? Ja, das war voll spannend. Und das Zeichen ist einfach massig. Ein Mensch. Kurzer Ausblick. Check. Da oben. Hier. Sind ja. Da. Exit, Eingang. Direct Access. Ah, hier gibt es schon mal verschiedene Länder. Deutschland, Italien, Schweiz, Südamerika. So, wir sind jetzt im Themenbereich Österreich. Es gibt ja verschiedene Länder und alles. Warum wird es dunkel? Jetzt wird es Nacht. Die simulieren Tag und Nacht. Absolut krank durchdacht alles. Also ich sag's wie es ist, nachts ist das Ganze nochmal deutlich cooler. Vor allem alles wird Nacht, da vorne ist auch Nacht. Ab in die Schweiz. Okay, Alter. Boah, was ist das denn? Junge, Junge, Junge. Es leuchtet wirklich alles. Oh, hier ist der Flughafen Zürich, oder? Was ist das? Flughafenvorfeld steht hier nur. Boah, okay. Das ist ja mal absolut geisteskrank. Hier riecht mit Parkhaus. Hier die Terminals. Aber fast noch viel kranker ist das hier. Alter. Und diesen ganzen kleinen Straßen und Autos. Da unten noch ein Bahnhof, da hinten können richtig Flugzeuge starten. Oh, da, der hier fliegt. Passend zum Flughafen gibt es auch richtig so einen Flugplan hier oben und eine U-Bahn-Station unter den Terminals. Es ist alles so krank durchdacht, das ist wirklich absolut crazy. Boah, ich habe jetzt erst gecheckt, das ist der Hamburger Flughafen hier. Boah, bin ich dumm. Guck mal, das ist unser Hotel. Ungefähr hier irgendwo haben wir unser Zimmer. Oha, schaut mal hinten, da ist Las Vegas.
Alter, wie krank das alles hier bei Nacht leuchtet, ne? Es ist so, so wild. Und dann hier halt Las Vegas, ne? Also es nimmt ja wirklich alles. Hier vorne direkt ein Casino. Dann natürlich die ganzen Hotels, der Fake Eiffel Tower. Und es blinkt halt wirklich alles. Und hier vorne geht's zu Burger King. Oha, hier vorne ist wirklich nochmal so richtig Hamburg hier. Die Landungsbrücken, die Speicherstadt, da vorne steht die Elfi. Aha, ja, das ist geil. Hier, da bin ich in echt schon lang gelaufen. Ist immer noch mal cool, das zu sehen, wenn man da in echt auch schon mal war, einfach. Das ist irgendwie sehr lustig. Hier durch den Boden fahren ein paar Züge. Laut diesem Symbol soll es sich hier lohnen, ein Foto zu machen. Schauen wir mal. Hat es sich gelohnt? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. So, wir sind jetzt in Rom thematisch angelangt. Wir haben schon auf jeden Fall schon das Kolosseum. Dieser Zug da vorne, das ist der Glacier Express. Das ist so ein ganz nobler Superzug. Siehst du, die haben so richtige Panoramadächer. Es ist hier wirklich, es gibt alles, was es in echt gibt, ist hier auch nachgebaut. Und hier noch ein bisschen mehr Italien. Passend zu dieser Themenwelt gibt es halt auch mal solche Aktionen, die man hier drücken kann. Zum Beispiel jetzt hier wie Delfine. Und dann springen da vorne hier Delfine rauf und runter. Da vorne war hier Rom und hier vorne entsteht dann gerade Monaco. Das sieht man da hier, also das soll alles Monaco werden quasi. Und hier ist auch schon der Grand Prix ausgedruckt. Und weil das alles noch nicht reichte an Platz quasi, gibt es hier jetzt auch nochmal so eine Brücke, über die man quasi rübergehen kann auf die andere Seite hier. Von Gebäude 1 zu Gebäude 2 hier übers Wasser. Schauen wir mal was hier. Eine Brücke über die Speicherstadt. Hier vorne steht jetzt Tritt ein und da unten ist irgendwie ein Aquarium oder so. Warte mal, was ich jetzt mache. Ich komm mit. Aua, uff. Ich komm mit. Boah, das ist ja... Alter, ist das klein. Und hier sind Dinosaurier, Fisch und sonst ist hier gar nichts, Alter, außer so eine ignorierte Wand. Hallo. Und das ist halt auch nochmal so ein bisschen wie so eine Baustelle jetzt aussieht quasi. Man sieht ja wirklich, die haben hier sich eine halbe Werkstatt hochgezogen. Mit Holz, mit Kabel, allem. Und bauen da ihren Stuff. Hier entsteht by the way eine Wüste und hier vorne die Karibik. Krass Ausgang. So, dann ja, okay, dann kommen wir hier wieder raus. Und es heißt wieder Treppen steigen. Und die Sonne geht unter. Und es riecht nach Bratwurst. Das ist vielleicht auch ein interessanter Fakt. Ja, kurz zum Fazit. Das war absolut krank. Und ich sag mal, das sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, wenn man in Hamburg ist. Das kann man sich auf jeden Fall angucken, aber reserviert vorher, weil so spontan kriegt man dafür keine Tickets. Das ist auch echt massiv beliebt. Na gut, wir gehen jetzt noch was schön was essen. Und dann schauen wir mal. Ja, wir sind jetzt gerade mal entspannt was essen gewesen. War in der Tat sehr lecker, also super in jedem Punkt quasi. Also super Getränke. Ich hatte so einen richtig geilen so einen Raspberry Mojito. Und auch Essen, voll super. Also das ist alles absolut empfehlenswert hier. In der Hafen City Hamburg, Maiglöckchen heißt das. Ist so asiatisch, chinesisch so mäßig quasi angehaucht. Und ja, wirklich, da kann man sehr, 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 sehr gut essen gehen. Jetzt habe ich aber noch was gefunden. Und zwar hier mitten an der Hafen City. Also hier vorne links das Lokal. Und hier vorne ist quasi so ein Mini-Schulhof. Und das hier vorne alles. Also das hier, dieses riesige Gebäude, das gehört zu einer Schule. Irgendwer schreit auf jeden Fall die ganze Zeit rum. Aber stell dir mal vor, hier zur Schule zu gehen. Mitten in der Hafen City. Ich glaube, wir sollen uns hier verpissen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir hier sein dürfen. Aber jetzt zumindest irgendwie eine Hose und andere persönliche Sachen. Deswegen, Fabi, komm. Wir gehen lieber. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist es mittlerweile schon dunkel geworden. Und ich habe heute Morgen schon so ein bisschen meinen Plan angeteasert. Und genau das wird jetzt Realität. Denn wir fahren jetzt einmal nach oben auf die tolle Aussichtsplattform da vorne. Also genau dahin und werden uns jetzt hier den View auf den kompletten Hamburger Airport geben.
Oh ja, es ist... Oh Alter, es regnet, es ist nass. Egal, für diesen View hat es sich trotzdem allemal gelohnt. Boah, auch bei Regen trotzdem einfach nur geil. Das finde ich ja generell an Flughäfen so faszinierend. Es leuchtet bei Nacht einfach alles. Ich laufe by the way die ganze Zeit hier durch den Schotter. Weil ich glaube, man darf ja eigentlich gar nicht behindern, aber ist mir egal. Alter, der View ist es auch auf jeden Fall nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Vlog wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dahin. Mit diesem View hier. Ciao. Ciao.